Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake. Wir sind noch an den Herausforderungen in Hojos Labor dran, ne? An den VR-Kämpfen, um genau zu sein. Und jetzt ist als nächstes Aerith damit an der Reihe, gegen die Motte anzutreten. Beziehungsweise das Kampfprogramm zu absolvieren, wo man als Endgegner die Motte hat. Ich bin gespannt. Mit Barrett lief das ganze Jahr schon deutlich besser als mit Cloud oder Tifa. Dementsprechend hoffe ich sehr, dass es mit Aerith... Dass es mit Aerith genauso gut laufen wird. Obwohl wir jetzt ja schon etwas... Naja. Okay, komm. Moment. Erstmal den heiligen Magiekreis, würde ich sagen. Oh nein. Weg. Er macht ja jetzt Tornados und von denen sollte ich mich fernhalten. Sonst machen die ordentlich Damage und das könnte für Aerith tödlich enden. Eieieiei. So, sie hat ja gar nicht... Aber Blitz! Oh nein. Oh, genau das wollte ich verhindern, dass er mich damit trifft. Eieiei. Nein. Alter. Oh, ja klar. Okay, das lief schon mal schlecht. Ich hätte den Magiekreis früher aktivieren müssen. Ja, natürlich erneut versuchen. Mist. So, okay. Erstmal Vita, wobei Barriere wäre, glaube ich, besser gewesen, oder? Wenn wir weg... Ah, verdammt nochmal. Shit. Alter. Wie viel Damage der macht. Och, ist das abnormal. Ja, da hätte ich ausweichen müssen. Verdammte Axt, das darf doch nicht sein, dass ich schon mit Aerith beim ersten Kampf scheitere. Verdammt. Hätte ich mit ihr vielleicht sogar einen TP-Boost machen müssen? Wäre das besser gewesen? Moment, ich mache am besten mal einen Wall. Das ist, glaube ich, das Erste, was Sinn ergeben würde. Damit erstmal sämtlicher Schaden halbiert wird. Auf die Art und Weise... ist dann schon mal... das etwas verringert und jetzt der heilige Magiekreis. So, jetzt muss ich leider Vita benutzen, sonst sterbe ich gleich. Auch mit dem Verteidigungsboost wird es langsam eng. So, jetzt wird erstmal Blitz Ra gezündet. Okay, sehr gut. Einer ist schon mal down, dadurch. Vergiss es. Dadurch wird das Ganze schon mal deutlich einfacher. Eis sollte ich gegen den Typen lieber nicht benutzen. Denn... ja doch, das sollte noch passen. Autsch. Na warte. Was? Wirkungslos? Ex-fucking-excuse-me? Oh nee, der hat nicht ernsthaft einen Magie... Oh, du Drecksack. Der hat tatsächlich gerade ein Magieschild aktiv. Na toll, wie soll ich da jetzt mit Aerith gegen anstinken? Damit geht es wieder. Das geht doch schon gar nicht mehr. Kann ich wenigstens irgendwie seine Schockleiste füllen? Hat Aerith überhaupt irgendetwas, was nicht mit Magie zu tun hat und trotzdem Schaden macht? Vielleicht der Strahl der Vergeltung. Oder? Ha. Naja, besser als gar nichts, ne?
Ja, vergiss es. Selbst dagegen ist er komplett gefeit. Scheiße. Mit anderen Worten, ich habe jetzt gar keine andere Wahl, als zu warten, bis ein Magieschild down ist. Bis er abläuft, mit anderen Worten. In der Zeit kann ich aber wenigstens meine ATB-Balken weiter auffüllen. Sehr gut, so. Alter, du Penner. So. Jetzt aber. Was nehme ich jetzt am besten? Eis? Schaffe ich das noch mit normalen Angriffen? Ja, doch. Okay. So, erste Runde geschafft. Oh Mann, und die war schon hart genug. Klar, weil Aerith nicht so viel aushält wie Barret. Dementsprechend ist das dann natürlich etwas kniffliger. So, aber dafür kann ich jetzt schon direkt den heiligen Magiekreis zünden. Blitzra, schnell. Ja. Macht durchaus auch Damage. Leider nicht natürlich so viel, wie ich erhofft hatte, weil das natürlich nicht seine Schwäche ist, klar. Oh nein. Okay, soll ich vorsichtshalber auch hier nochmal die Barriere machen? So viel Schaden macht das Viech ja bislang nicht. Komm. Ah, Mist. Ich hätte eventuell noch den Strahl der Vergeltung hingekriegt. Aber das war mir dann doch zu viel... Oh, Risiko. Normaler Blitz. Jawohl. Sollte reichen. Bams. Okay. Gegen einzelne Gegner bin ich schon mal etwas besser. Gefeit. Oh, die Motte wird nur lustig werden. Und der natürlich auch. Wobei, als Fernkämpfer kriege ich ihn ja von überall. Okay, ich brauche doch den Ball. Damit geht es leichter. Okay. Wenn ich im richtigen Zeitpunkt ausweiche, dann kriege ich ihn auf jeden Fall schon mal etwas besser zu fassen. Okay, sehr gut. Jetzt muss ich aber auch mich einmal heilen. Ich bin schon fast bei der Hälfte der Gesundheit. Das wird mir, whoopsala, ein bisschen zu eng. Mit Aerith auf jeden Fall. Bei anderen, die von der tatsächlichen TP-Anzahl her mehr hätten, da würde ich vielleicht noch etwas länger aushalten. Aber, oh nein! Oh... Da hat er mich erwischt. Nein! Oh je. Oh nein, 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 nicht der Stoppbomber! Shit! Oh! Alter! Da hat er mich ja genau zum richtigen Zeitpunkt erwischt. Mistkerl. So! Okay, sehr gut. Und jetzt nochmal Blitz hinterher. Hehehe. Damit ist er down. Sehr gut. Okay. Gute Arbeit. So, wer kam jetzt nochmal? Ja, der. Okay. Okay, der nimmt schon mal recht guten... Oh. Okay, stimmt, er macht ja auch ballistischen Schaden. Da wäre, glaube ich, der Lichtschild nicht ganz verkehrt. Ah ja, ich muss mich ja hinter verstecken. Sehr gut. Das wirkt schon mal perfekt. Jetzt der heilige Magiekreis. In Kombination mit Blitz. Blitz. Sehr gut. Oh, scheiße. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, scheiße. Ich wollte mich noch schnell hinter dem Schild verstecken. Oh, da sollte ich lieber laufen. Ah, Kacke. Ich hätte... Nein, ich wollte neu anfangen. Scheiße, jetzt habe ich wieder die falsche Taste gedrückt.
Ach, ist das ärgerlich. Ich wollte mich noch hinter dem Lichtschild verstecken, aber da hätte ich lieber laufen sollen, anstatt auszuweichen die ganze Zeit. Ah, dann hätte ich es noch geschafft. Verdammte Axt nochmal. Dabei lief es gerade so gut. Gegner 2 und 3, gegen die bin ich recht gut gefeit. Okay, komm, erst einmal gegen die beiden brauche ich definitiv den Ball. Die greifen mit Nahkampf und Magie an. Da muss das sein. Schnell weg. Der Tornado-Spinne ist als Aerith verdammt gefährlich. Natürlich. So, heiliger Magiekreis. Und Blitzra, go. Mist. Ich hatte gehofft, sein Blitzra würde mich nicht unterbrechen. Nein, 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 nein. Oh. Knappe Kiste. Verdammt nochmal. So, jetzt muss ich nochmal Vita benutzen. Sonst bin ich sehr schnell down gleich. Ja, ist klar. So, jetzt aber. Glitzra. Auf dich. Oh nein, 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 nein. Ah. Nein, scheiße. Schnell, 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 schnell. Das darf nicht wahr sein. Der hat mich beim Vorbeiskaten besiegt. Ich hätte es beinahe geschafft, den down zu kriegen, bevor er seinen Blitzra casten kann. Ach, ist das wieder zum Kotzen. Die ersten beiden Gegner sind einfach die schwersten, weil sie zu zweit sind. Ist doch gut, Mensch. Damit geht es leichter. Ey, wie das Drecks, wie ich mich auch die ganze Zeit anvisiert, ne? Okay, nee. Kann ich nicht. Ich muss Vita casten. Nein! Dumm, ey! Ich habe nicht gesehen, dass der den Tornado-Spin jetzt machen wollte. Oh, geil. Kann ich direkt wieder Vita benutzen? Nee, ne? Jetzt habe ich auch nicht damit gerechnet, dass der schon mit Glitzgar casten soweit ist. Jetzt aber bitte schnell. Oh, knapp. Jetzt aber schnell. So, gut. Ohne den Magiekreis. Ist ja nochmal gut gegangen. Erstmal ein bisschen Abstand bringen. So. Blitzra. In dein Gesicht. Ich hätte vielleicht doch lieber vorher den Magiekreis machen sollen. Ach, egal. So. Okay. Nochmal gut gegangen. Habe ich jetzt maximale MP überhaupt? Ja, fast. Nein! Dreck! Okay, so viel Schaden macht das Viech zum Glück nicht. Dementsprechend brauche ich bei ihm den Ball nicht einsetzen. Stich, heiliger Magiekreis reicht erstmal. Zusammen mit Glitzra. Bams. Bams. Sehr gut. Oh je, Giftdusche böse. Zum Glück setzt er den Boden damit nicht auch noch unter Gift. Knapp. Bin ich glatt seinem Grab-Angriff entgangen. Okay. Was war das denn jetzt gerade? Ich dachte, er bereitet eine Attacke vor.
Bams! Sehr gut und weg ist er. Perfekt. Gute Arbeit. Ha, ich sag's ja. Die einzelnen Gegner sind weniger das Problem. Okay. Wenn meine Haken scharf genug sind, vergiss es. Mist. Okay, sehr gut. Jetzt geht's los. Mist. Haha! Ihn noch rechtzeitig gestoppt. Oh nein. Yes! Bams! Da muss ich mich noch nicht mal mehr heilen. Ach komm, noch zweimal Blitz hinterher, weil es so schön ist. Ja, okay. Das zweite Mal Blitz musste gar nicht erst benutzt werden. Sehr schön. So, zurück zu dir. Bei dir mache ich erstmal direkt den Ball, vorsichtshalber. Immer vorbereitet sein. War schon mal eine gute Wahl, würde ich sagen. Jetzt provoziere ich ihn zu einem Nahkampfangriff. Na komm, Nahkampf. Jawohl. So, jetzt erst einmal einen Lichtschild aufstellen. Autsch. Nicht gut. Weg. Schnell Vita hinter dem Lichtschild. So. Sehr gut. Bleib schön weiter da stehen. Ich kann ihn ja hier auch zu Nahkampfangriffen sozusagen anstacheln. Auf die Art und Weise kann ich ihm dann schön zusetzen. Jawoll! Oh je. Oh, knapp. Geil! Sehr gut, Leute. Okay. Gute Arbeit. So, beim nächsten Gegner brauche ich definitiv auch schon mal den Wall von Anfang an. Bei der Motte. So. Wall, go. Okay. Okay. Oh nein. Ah, oh, die Sturmattacke. Oh je, ja, ist ja gut. Mensch. Jetzt muss ich doch nochmal Vita benutzen, Mist. Okay. So, okay. Jetzt wird erstmal der Magiekreis gecastet. Und doppelt Blitzer. Okay. Sehr gut. Oh nein. Okay, sehr gut. Das habe ich schon mal gut weggesteckt. Und nochmal Blitzer doppelt, weil es so schön war. Bam! Oh nein! Oh gut, ich habe ihn unterbrochen. Oh, das wäre jetzt sowas von tödlich gewesen. Oh, scheiße. Lieber Vita. Ja, das wäre besser jetzt. Okay, und noch einmal den Ball casten. Schnell. Das ist jetzt wichtiger, damit ich alles wieder überleben kann. Wir haben das Viech gleich. Okay. Was soll das? Und bam! Bam! Yes! Geil! Sehr gut! Haha! Das hat geklappt!
Geht doch! Okay, 10 WP für Aerith bekommen. Wunderbar. Mysterium des Planeten, Band 11. Gott sei Dank, das hat funktioniert, Leute. Was bin ich erleichtert. Ja, das Schwierigste an diesem Kampf mit Aerith war tatsächlich die erste Phase, weil da einfach zwei Gegner waren. Und Aerith nicht allzu viel aushält, aber auch das kriegt man einigermaßen gut hin. Also, wenn man die ersten beiden überwunden hat, der Rest ist theoretisch besser machbar. Deutlich besser machbar. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir nur noch das Zweierteam, das Dreierteam und die drei Fragezeichen vor uns. Aber ich würde sagen, ich werde jetzt mein Team erstmal wieder ordentlich mit Materia ausstatten. Denn durch die ganzen Umstellungen sieht es ja jetzt mittlerweile ganz schön löchrig aus bei der Materia-Verteilung, wie ihr seht. Dementsprechend, ich werde jetzt das Ganze erstmal wieder schön auffüllen. So Leute, ich wäre fertig. Ich habe etwas länger gebraucht. Ich habe ein bisschen hin und her probiert, weil ich schon überlegt habe, mit welchen Charakteren werde ich am besten als nächstes die Runden bestreiten. Gerade so das Zweier- und Dreier-Team habe ich mich gefragt, aus welchen Leuten stelle ich das am besten zusammen. Und ich habe mich entschieden, im Zweierteam lasse ich Cloud und Aerith miteinander antreten. Ne, ich habe Cloud wieder das Übliche gegeben, wobei, naja, nicht wirklich das Übliche. Ich habe jetzt seine Elementaraffinität rausgenommen bei dem Schwert, weil ich mir denke, wenn die Waffe bestimmten Elementarschaden macht, dann ist das vielleicht für bestimmte Gegner ganz nützlich, aber für alle anderen dann eben wieder etwas fraglich. Also es ist immer ein Glücksspiel und deshalb dachte ich mir, ja, ich lasse das mit den Elementarzuweisungen von den Waffen lieber weg, solange ich nicht weiß, welche Gegner kommen. Stattdessen, habe ich einfach so die Standardsachen gemacht, ne, Barriere, Heilen, Wiederbelebung, dass das möglichst von allen getragen wird. Gerade bei Aerith, da habe ich noch einmal dafür gesorgt, dass sie sämtliche Elementarmagie besitzt, also Frost, Glut, Gewitter, Luft, ihre TP, Magie und MP Boosts habe ich natürlich drinne gelassen, Wiederbeleben hat sie drin und dann noch Amplifikation mit Heilen, damit sie auf jeden Fall möglichst, ja, die Heilerin von der Gruppe ist, wie ihr vielleicht schon vermutet habt. Auf diese Art und Weise, also sie heilt und ist auch für Offensivmagie zuständig, in diesem Falle zumindest. Und, irgendwas wollte ich doch noch sagen. Genau, deswegen habe ich bei Aerith auch nochmal das heilende Armband oder Halsband ausgerüstet, was ja nochmal Heilungs, Aktionen verstärkt. Ich hoffe, das wird ausreichen. Wir werden sehen. Ich werde jetzt auf jeden Fall erst einmal mit Cloud und Aerith das Zweier-Team versus Doppel-Champions machen. Und bin gespannt, wie das laufen wird. Ich hoffe gut. Clouds Aufgabe ist es auf jeden Fall erstmal Aerith zu schützen. Ach ja, und sowohl Cloud... Oh, ne, stimmt. Mit Aerith habe ich am Anfang den Erstschlag ausgerüstet, ihn dann aber wieder abgerüstet. Ja gut, egal. Soll mir recht sein, jetzt kann ich nämlich Engel benutzen, um schon mal den Geist down zu kriegen. Damit ist der schon mal weg. Wo ist er? Hä? Ja, geil. Du Mistvieh. Na warte. Erzengel, go! Ist es ernsthaft ins Leere gegangen? Mistvieh. Los geht's. Du schaffst das schon. Zieh dich zurück. Na komm, greif Cloud an. Oh, Mistvieh. Es muss auf jeden Fall Cloud angreifen. Nee, ist klar. So. Okay, hat schon mal getroffen. Nicht übertreiben. So, Aerith benutzt jetzt den Erzengel. Go. Geistsog ist eine perfekte Gelegenheit. Oh, macht 9999 Damage.
Respektabel. So, dann noch einmal Erzengel. Cloud benutzt in der Zeit, obwohl, lieber nicht. Nein! Hat es etwa gerade noch so nicht getroffen? Mist. Okay, Cloud, nee. Cloud, so. Macht jetzt erstmal Engel, während Aerith abwehrt. Bams. Sehr gut. Und jetzt ich Erzengel. Go. Komm schon. Ey, das darf nicht wahr sein. Wie schnell das Viech auch abhaut. Wechsel. Ich mach das. Na, warte. Ich zähl auf dich. Komm schon. Komm. Komm raus aus deinem Versteck. Cloud schnell. Engel, go, go, go. Bam! Jawohl, geht doch. Okay. Das ging ja schon mal ziemlich gut. Jetzt. Konterstellung. Bam! Nice. Schaffe ich das noch? Jawohl! Bam! Das ist easy! Mein Einsatz. Nicht mit mir! Verschwinde! So, Aerith kann ja bei der Gelegenheit ja doch Vitra wirken. Es ist aus. So! Sehr gut! Übernimm du. Bin ich jetzt drin? Oh, ich könnte sogar etwas beschwören, aber... Na, das wäre, glaube ich, zu viel des Guten. Holen wir den doch schön mit Feuer runter. So, wie du mir, so ich dir, Penner. Okay. Sehr schön. Schnell, Konterstellung. Yes! Aerith wird in der Zeit jetzt nochmal ordentlich. Oh je. So. Okay, wer weg? Aerith. Nee. Ich heile jetzt lieber mit Cloud. Ihn selbst. So, okay, jetzt. Geht's los. Heiliger Magiekreis. Und jetzt Feuer, go! Hehe, jawoll! Jetzt gibt's nämlich ein schönes Magiefeuer. Oh, Berg. Vom Gegner allerdings auch. Oh je. Bam! Jawoll! Hat noch auf den Soldaten nachgewirkt. Cloud bitte einmal Vita auf Aerith. Lass mich mal. Ah, Mist. Ich hatte gehofft, Cloud hätte noch einen ATB-Balken. Oh je. Für die Konterstellung. Leider nicht. Egal. Bams. Easy. Sehr gut. Das läuft ja bis jetzt richtig gut. Ich befürchte allerdings, dass es nicht lange so einfach bleiben wird. Ah, ich hätte doch in die Konterstellung gehen müssen. Mist. Ah, Mist. Ich leg los. Nein. Ah, Mist, jetzt ist Aerith vergiftet worden. Shit. Oh je. Schnell Vitra. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Böse, böse, böse. Kannst du weitermachen? Lass mich mal. Jetzt aber, Konterstellung. Nein, was zur Hölle? Mist. Nein.
neuer Plan. Okay, Aerith sollte Regina wirken. Auf die Art und Weise wird Cloud auch vom Gift befreit. Oh, scheiße. Cloud, bitte heile dich jetzt gerade selbst. Das wäre ganz nett. Oje, 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 oje. Hat er sich jetzt selbst geheilt? Ja oder nein? Oh nein, wurde unterbrochen, oder? Natürlich wurde es das. Eieiei, oh scheiße. Vitaga, schnell. Nein! Dreck! Ich habe nicht gut genug auf Aerith aufgepasst. Nicht gut. Ja, ist doch gut! Nein! Scheiße! So ein Mist. Es hat am Anfang so gut ausgesehen. Dreck, verdammter. Einmal versuche ich es noch. In diesem Part. Danach mache ich Schluss. Shit! So, erstmal den Geist wegmachen. Ja! Mit der. Dann übernimm. Bin ich jetzt drin? Damit das Phantom, meine ich, schon mal alleine dasteht. Das ist das Wichtigste. Kannst du übernehmen? Ich übernehme. Okay. Engel, go. Komm schon. Jetzt erst recht. Übernimm du. Bin ich jetzt drin? Okay, ja, bist du mit Erzengel. Und nochmal, weil es so schön war. Hoffentlich trifft es noch. Yes, und wie es trifft. Da musste sich der Geist gleich verziehen. Oh, er will Eis casten. Sehr gerne. Da kommt Cloud doch einmal mit einer weiteren Engelsattacke entgegen. So, das ist ziemlich gut machbar. Nein. Ich kümmere mich um den hier. Jetzt komm schon, greif mich an, du Penner. Och Mann. Ja, nee, ist klar. Was? Ich war doch in der Konterstellung. Wie hat er da seinen Angriff durchführen können? Das gibt's ja nicht. Ich zähle auf dich. Weiter. Flieg. Los. Na, wartet. Arbeiten wir im Team. Ist das alles? Na warte. Aerith so zu attackieren, hier werde ich Manieren beibringen. Du Sackgesicht. Die fliegende Ratte hat mich unterbrochen. Hat aber auch nichts mehr gebracht. Na warte. Renne! Haha! Da hat Aerith ihn sogar dann getroffen, als er hinter uns war. Perfekt. So, jetzt erstmal Heiliger Magiekreis und Feuerer auf El Gigante, weil der mir zu nah kommt. Oh je. Hihi. Oh nein. Bam. Und der auch noch. Geil. Direkt beide hintereinander. Deswegen dachte ich, ist Aerith ein Muss. Ihre Magie ist einfach unvergleichlich. So, jetzt muss ich hier besser auf Aerith aufpassen. Und dafür sorgen, dass sie nach Möglichkeit keine Aggro zieht.
du von dort besser? So. Ich muss mit Aerith ein kleines bisschen ATB aufladen. Oh je, Giftdusche. Sehr gut. So, jetzt mit Aerith den heiligen Magiekreis. Und gleich voll rein in die Richtung, schnell. Oh je, Cloud bitte einmal Vita auf... Nee, vorsichtshalber Vitra auf Aerith. Okay. So, einer ist schon mal erledigt. Das ist schon mal ein ordentlicher Vorteil. So, erstmal Vitra. Ja, wobei hätte ich nur auf Cloud machen können, egal. Oh je. Dann übernimm. Oh je. Oh, 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 oh. Ja, ist ja gut. Was zur Hölle? Kannst du überleben? Bleib von dem Magiekreis weg, du Mistvieh. Erstmal mit Vita Aerith nochmal hochheilen. Ey, hör auf, Aerith anzuvisieren die ganze Zeit. Visiere Cloud an, kapisch? Oh je. Konterstellung schnell. So. Jetzt aber, Eisra. Zweimal. Yes! Ich wusste, dass Eis seine Schwachstelle ist. In dem Fall soll ich Eis gar machen? Ja, komm. Bei Aerith... MP können wir es uns leisten. Hoho! Bam! Jetzt erstmal Eisra. Oh je. Das zweite Mal hat jetzt leider überhaupt nicht getroffen. Vitra auf Cloud erstmal. Ah, da wäre noch genug übrig geblieben für eine Konterstellung. Okay, Aerith. Segen des Planeten. Cloud heilt sich dabei am besten selbst. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Jawoll! Okay. Cloud bitte einmal Vita auf Aerith. Das wäre ganz gut. Und jetzt nochmal Eisra schnell. Bevor er sich erholt. Ah, shit. Eine weitere Phase von ihm müssen wir doch noch überstehen. Ah, shit. Jetzt aber, Konterstellung, go! Oh oh. Ah, Mist! Ah, nee! Sein Grab-Angriff! Okay, Vitra auf Cloud, weil er sehr stark angeschlagen ist. Bams! Sehr gut. Oh je, jetzt musste ich mit Aerith etwas viel MP verbrauchen. Ich hoffe, das reicht noch für die weiteren Runden. Ja, wobei, so schlimm ist es auch wieder nicht. Und jetzt? Übernimm du. Überlasse.
Oh nein. Was zur Hölle? Los geht's. Oh nein. Oh nein, Cloud. Zieh dich zurück. Ich bin bereit. Das gibt's nicht. Mistviecher. Ich tu, was ich kann. Na gut. Was ernst? Flieg! Autsch. Oh, scheiße. Aerith. Ich glaube, Vitaga wäre tatsächlich dieses Mal ganz angebracht. Okay, jawohl. Und eine Beschwörung wäre auch angebracht. Komm, Bahamut. Wir brauchen dich. Und deine mächtige Kraft. Okay. Komm nicht wieder vor. So, jetzt muss ich auch mit Aerith mal reinhauen. Ich glaube, Eis reißt die Schwäche von den Viechern. Ja, sieht gut aus. Sehr gut sogar. Oh ja. Das haut rein. Cloud, lass ich mal Inferno. Ja, Inferno. Oh yes. Oh yes, das hat reingehauen. Nice. Aerith benutzt bei der Gelegenheit nochmal Vitra. Ich zähle auf dich. Jawohl. Okay, Cloud kann nochmal Inferno benutzen lassen. Aber der ist schon so gut wie down, der Auslöscher. Bams. Nice. Geil, das war's. Yes. Ich habe irgendwie noch mit einem letzten Gegner gerechnet, weil die Musik sich noch nicht geändert hat. Aber geil, wir haben's! Vision bekommen wir! Sehr gut! Okay, das Zweier-Power-Gespann, bestehend aus Cloud und Aerith, hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Halleluja! Sehr gut! Cloud wegen seiner Konterstellung für die Nahkampf, um die Nahkampfangriffe zu blocken. Und Aerith, ja, mit ihrem Magiekreis und den Elementarattacken. Der Elementarmagie, um die Gegner schön an ihrer Schwäche zu packen. Sehr schön. Wunderbar, Leute. Ich würde sagen, mit dem Erfolg können wir den heutigen Part doch zufrieden beenden, oder? Und im nächsten Part gönnen wir uns dann auf jeden Fall das Dreiergespann, was dann wahrscheinlich aus Cloud, Tifa und Aerith bestehen wird, denke ich mal. Ich habe Tifa auf jeden Fall auch schon mal darauf ausgelegt. Hier habe ich nämlich auch schon Heilung, außerdem, was habe ich ihr noch alles gegeben? Ja, Heilung, Wiederbeleben, Barriere, Zeit habe ich ihr noch mitgegeben, ne, so die Standardsachen. Und ich hoffe, dass das, am Ende reichen wird. Ich habe noch überlegt, Barret mitzunehmen, aber ich will es erstmal mit Tifa versuchen, ob das einigermaßen funktionieren wird. Naja, sei es wie es sei, an dieser Stelle würde ich für heute auf jeden Fall Schluss machen, Leute. Und dann, ja, werden wir sehen, wie wir uns im nächsten Part schlagen werden. Also dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!